Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Medieval Dynastie. Ja, in der letzten Folge haben wir mehr schlecht als recht etwas gejagt und haben uns zumindest etwas zu essen dadurch beschaffen können. Jetzt schauen wir mal in dieser Folge, irgendwo hier hinterm Dorf oben war jemand. Er war das, glaube ich, jetzt nicht, oder? Oh, ich wollte aber eigentlich nicht mit dem Speer auftauchen. Es tut mir leid, Leute. Wir hatten mit jemandem gesprochen, der mir jetzt gerade aber nicht angezeigt wird. Doch in die Richtung. War der jetzt hier oben drüber? Nee, das ist... Dann war der, glaube ich, hier irgendwo. Wir müssen nämlich nochmal mit ihm sprechen und ihm einen Stock geben. Okay, er war anscheinend doch dahinter. Geht mir mal aus dem Weg, Leute. Hallo, wo warst du? Wo ist denn der Kerl jetzt hin? Links von mir ist ein Fragezeichen. Kann man hier eigentlich... ja, man kann ein bisschen reinzoomen. Perfekt. So, links vor mir ist ein Fragezeichen. Ich mache das jetzt mal anders. Vielleicht wird mir das dann besser dargestellt. Alvin einen Stock liefern. Nein, aber es wird trotzdem... Was war hier? Ach, Johanneskraut, okay. Es wird aber trotzdem nicht gelb angezeigt. Das ist natürlich doof. Hier werden Geldsäcke angezeigt. Heißt das, die kann ich beklauen oder haben die Arbeit für mich? Das weiß ich jetzt noch nicht so. So, Moment. Oder ist das der Typ, der da sitzt? Nee. Ist er da drin? Hallo. Guten Tag. Bist du das gewesen? Pomia. Kann ich dir bei etwas helfen? Hey, junger Mann, wir brauchen deine Hilfe. Letzte Nacht war ein schrecklicher Sturm, der unser Haus zerstört hat. Kannst du uns bitte helfen, Ressourcen zu sammeln und das Haus wieder aufzubauen? Ich werde dich mit einer großen Belohnung vergüten. Ah, super. Ja, das machen wir doch gerne. Juhu, wir haben eine neue Quest. Das war zwar nicht das, was wir wollten, aber wir haben eine neue Quest. Die Frage ist jetzt nur, was will er jetzt genau von mir haben? Okay, ich werde jetzt erstmal gehen. Und erstmal schauen, was der jetzt eigentlich genau... Ne, Moment, Journal. Aha. Wiederaufbau eines Hauses. Ich sollte diesen armen Menschen helfen. Drei Rundhölzer... Rundhölzer? Und 18 Stöcke. Das ist nicht das Problem. Ich muss nur einen Baum fällen. Liefern bis Pomia. Ja, also da muss ich wahrscheinlich nur noch mal herkommen, wenn ich dann einen Baum gefällt habe. Okay. Wird jetzt leider ein bisschen dunkel, ist aber nicht schlimm. Mein Schluckauf ist gerade auch nicht schlimm. So, wir holen mal kurz die Rundhölzer. Baum fällt. Also ihr merkt schon, ich bin wesentlich besser gelaunt. Wieso steht da jetzt immer noch Ahorn? Ah, jetzt. Wesentlich besser gelaunt, seitdem ich nicht mehr... jagen muss, weil das ist doch sehr nervig gewesen. Bist du auch noch ein Rundholz? Ich glaube ja, ne? So. Toll. Jetzt können wir wieder nicht mehr gehen. Das ist doch blöd, wenn man nur einen einzigen Baum gefällt hat, kann man sich schon wieder fast nicht bewegen. Ja, das ist der Grund, weshalb so viele Leute das anders einstellen bei Konen zum Beispiel oder bei einigen anderen Sachen. Also Spielen. So. Ich hoffe, der Typ sitzt jetzt noch hier drin. Ich bin nämlich hier auf Gedeih und Verderben am Reinschleichen. So, bist du noch du? Ich glaube ja, ne? Okay. Hier sind die Materialien. Ich danke dir vielmals. Ich werde dir einige der Bautechniken zeigen, die ich mir angeeignet habe. Oh, danke. Und wie? Muss ich nochmal mit dir sprechen oder hast du das schon gemacht? Hast du einen Moment Zeit? Nee. Das sind jetzt die, die abgeschlossen sind. Das ist okay. Aber welche Bautechnik hat er mir jetzt gezeigt?
Die finde ich jetzt gerade aktuell noch nicht. Oder haben wir die jetzt vielleicht hier drin? Könnte jetzt natürlich irgendwas fürs Haus sein. Landwirtschaft. Oh. Aber das ist alles noch nicht freigeschaltet. Das ist natürlich doof. Aber wir können schon mal mit einem Feld anfangen. Wir könnten bei uns jetzt ein Feld machen. Oh, das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Journal. Da gab es doch irgendwie. Ach so, mit J komme ich da direkt drauf. Genau. Alvins Geschichte. Den suche ich jetzt eigentlich immer noch. Den habe ich ja nicht gefunden. Aber der ist irgendwie weg. Ist gar nicht mehr da. Ja gut, der arbeitet wahrscheinlich auch nachts nicht. Das könnte es natürlich sein. Okay. Da würde ich sagen. Ja. Ich weiß nicht so genau, was ich sagen würde. Dass ich jetzt erstmal nach Hause gehe, weil ich kann ja jetzt hier mit keinem sprechen. Oder kann ich mir den anderen. Ach, ich gehe mal direkt hier rein. Oder kann ich mir den Typen hier anzeigen? Quest verfolgen. Der ist bestimmt drinnen, oder? Oder ist das der, der hier steht? Nee, das ist der, der hier steht. Sitzt du immer verkehrt herum, oder? Schön, dass du dich eingelebt hast, Junge. Wie geht es dir in letzter Zeit? Och, nicht allzu schlimm. Ich habe mein eigenes Haus, ich verhungere nicht. Naja, ist relativ. Und die Leute fangen an, mehr und mehr mit mir zu reden. Das ist gut. Ich habe gehört, dass du seit kurzem Jagdgewohnheiten an den Tag legst. Das habe ich. Naja, mehr oder weniger. Es gibt viel Wild in den Wäldern. Ist das ein Problem? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben hier keine dummen Gesetze, die das Wild den Adligen vorbehalten würden. Und du könntest mir einen Gefallen tun und ein paar Waren verdienen. Okay, ich höre zu. Ein Jägerkollege von dir, Sambor genannt, lebt allein in seiner Hütte. Er mag mich nicht sonderlich und er ist ein Einzelgänger. Aber bei seinem letzten Besuch in der Taverne ließ er einige Bemerkungen über Wolfsrudel fallen. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Die zu einem Problem werden könnten. Finde heraus, was er weiß, und ich werde dich belohnen. Okay, in Ordnung. Ich werde es versuchen, mit ihm zu sprechen. Perfekt. Unigurts Geschichte. Aber ich weiß nicht, er meint wahrscheinlich den. Genau, er meint den Typen hier oben. Ja, dann würde ich sagen, lauf ich mal dahin und schalt euch dann am besten hinzu, wenn ich dort angekommen bin. So, ich wollte es ganz intelligent machen und mal eben die Nacht verschlafen, damit es nicht ganz so dunkel ist, wenn wir wieder da sind. Und habe gerade gesehen, dass wir was in der Hasenfalle haben. Den werden wir mal direkt einsammeln hier, den Hasen. Und die Falle natürlich wieder neu aktivieren. Und da war gerade irgendwas noch mit. Nein. Ja, genau. So, den wollte ich auch noch mitnehmen. Okay, das wollte ich euch eigentlich nur gezeigt haben. Und dann laufe ich jetzt weiter zur Hütte. So, ich schätze, wir haben jetzt unser Ziel erreicht. Ach, da vorne sitzt er auch schon. Hallöchen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Ratschmir, Lordans Neffe. Ich hörte, Sie haben Bedenken bezüglich der Wölfe. Lordan? Ein großer Mann. Und es ist eine Schande, dass wir ihn verloren haben. Aber wenn du nur halb der Mann bist, der er war, bist du vielleicht meine Zeit wert. Also, worum geht es? Also, wegen der Wölfe. Es gibt zwei Rudel, die zu schnell groß geworden sind. Das eine hat die Ebenen zwischen Hornica und Gostovia durchquert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in Unigosts verfaultes Fleisch beißen würden. Das andere versammelt sich um den See im Süden. Ich wette, dass sie bald nach Denika kommen werden. Sollen wir sie töten? Ein Rudel töten? Dazu bräuchtest du eine große Jagdgesellschaft. Und selbst dann würden wir viele gute Männer verlieren. Nein, aber die Dorfbewohner sollten alarmiert werden und vorbereitet sein. Sicher, ich werde dafür sorgen, dass sie vorbereitet sind. Okay, also muss ich jetzt wieder zurück und nochmal mit ihm sprechen. Das wird wieder ein langer, weiter Weg werden, deswegen schneide ich das Ganze einfach mal raus. So, dann müssen wir zu Unigust. Was war das? Wo ist denn der Kerl? Ist gar nicht hier. Bist du das? Hey, Unigust. Also, was hat Sambor gesagt?
Nun, er ist ein Einzelgänger, der durch die Wälder streift, aber er kennt das Wild hier in der Gegend und er glaubt, dass sowohl Gostovia wie auch Denika bald mit Wolfsangriffen zu kämpfen haben werden. Ich hatte befürchtet, dass es so etwas sein würde. Nun, hier ist deine erste Belohnung. Mit freundlicher Genehmigung der letzten Steuerantreibung, der Sambor tatsächlich nachgekommen ist. Was wirst du tun? Ich werde mich um die Verteidigung hier in Gostovia kümmern. Aber hey, sorge dafür, dass auch Denika vorbereitet ist. Gehe dorthin und überzeuge Dagobert davon, Palisaden zu bauen. Sie werden zu allen bereit sein. Ich gebe dir mein Wort. Und das ist nochmal ein ganzes Stück weiter weg. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass ich da jetzt auch nochmal hinlaufe. Was ich aber mal kurz gucken wollte, wie viel Gold ich... Ich habe immer noch nur 50 Gold. Ich dachte, der hat mir jetzt gerade was gegeben dafür. Na toll. Ich weiß es nicht. Ich muss mir die Aufnahme nochmal angucken, was er mir gegeben hat. Gold anscheinend nicht. Ja, dann werde ich mich mal aufmachen zum nächsten Dorf. Ich muss ganz ehrlich sagen, es würde dem Spiel gut tun, wenn man irgendwo ein Pferd haben würde oder so, mit dem man schneller laufen könnte von A nach B, weil das ja doch ziemlich lange Strecken sind, bis man erstmal hinkommt. Aber na gut, da muss ich jetzt durch. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, mit wem wir hier reden müssen. Ich glaube, der ist in dieser Hütte. Hi. Hi. Ich muss mit dir reden, Dagobert. Hey, Fremder, was machst du auf meinem Land? Ich bin kein Fremder. Nee, ich bin Razmir, Level von Lordan. Ich bin vor einiger Zeit in dieses Tal gezogen. Ich bin ein Bote von Unighost. Sag dem widerlichen Blutegel, dass ich meine Steuern schon bezahlt habe. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Steuern einzutreiben. Gut genug. Fürs Erste. Also, was willst du? Ich wurde geschickt, um dich zu warnen. Wölfe versammeln sich südöstlich deines Hauses und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie neugierig oder hungrig werden. Du solltest ein paar Palisaden bauen und deine Familie bewaffnen. Es hat seit vielen, vielen Jahren keinen Wolfsangriff mehr gegeben. Zu viele Menschen leben jetzt hier und die Wölfe ziehen sich in die Berge zurück. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie hierher kommen. Aber nicht unmöglich. Sambor sagt, er habe ein großes Rudel immer näher und näher kommen sehen. In Ordnung, ich werde es ernster nehmen. Aber ich habe keine Stämme mehr. Wenn du mir 40 davon besorgen kannst, baue ich die Palisade selbst. Ach du Scheiße! Das ist eine Menge Arbeit, Dagobert. Und meine Frau wird dich mit dem Besten verwöhnen, was unsere Küche zu bieten hat. Meine Axt gehört dir. Eieiei, ist das euer Ernst? 40 Rundhölzer braucht ihr? Ey, so... Wie soll ich das denn tragen? Ich meine, die zu besorgen ist noch die eine Sache. Aber, also, das sind halt knapp 10 Bäume, ne, die ich machen muss. Ah, die haben sogar ein Ziegenbaby hier. Oh, hallo. Ist das niedlich? Und Schafe. Ja. Gut, aber ich habe keine Ahnung, wie ich dann laufen soll. Also das wird jetzt, ja, sehr lustig werden. Zumal ich davon ausgehe, dass ich die alle 40 dahin bringen, aua, dahin bringen muss und jetzt nicht nach und nach dahin bringen kann. Das wird natürlich richtig mies werden. So, 2. Na, ich bin nämlich jetzt schon fast überladen. Wo sind denn die anderen Rundhölzer hier? Hä, habe ich jetzt nur 2 hier rausbekommen? Wieso denn das? Hm. Das ist etwas seltsam. Entweder lag das jetzt an dem Baum selber. Keine Ahnung. Ja, komm. Kipp um. Los. Na komm. So, einmal Rundholz. 2-mal. 3-mal. Ach, ich glaube, das liegt an der Größe des Baumes. Kann das sein? Okay, also wir werden jetzt gleich völlig überladen sein. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze dann überhaupt hier abgeben soll. Deswegen, ich werde jetzt hier offline versuchen, das Rundholz zu besorgen.
und habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil, wie gesagt, ich kann die Sachen von der Quest ja immer nur zusammen abgeben. Ich kann jetzt nicht sagen, ich weiß ich nicht, sammle jetzt 10 Stück und gebe die dann schon mal ab oder so. Was habe ich denn jetzt da unten für ein Symbol drin? Ist das ein Essenssymbol? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Inventar. Trockenfleisch habe ich noch 2. Gebratenes Fleisch. Dann nehmen wir erstmal das Trockenfleisch, damit es schon mal weg ist. So. Können wir das restliche Fleisch. Oh, aber viel habe ich da nicht mehr von. Können wir auch ein bisschen von nehmen, damit ich mich hier noch ein bisschen bewegen kann. Aber naja, viel bringt das natürlich wirklich nicht. Aber irgendwas scheint da zu sein. Vergiftet bin ich nicht. Aber ich dünste vielleicht aus oder so. Das kann natürlich sein. Das wäre allerdings schlecht, weil ich jetzt hier gerade mitten in der Arbeit bin. Ja, komm. Schlag auch den Rest noch. So ist brav. Ich kann nur nicht so schnell aus dem Weg gehen. Eieiei, also das wird jetzt eine richtig, richtig harte Arbeit werden hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Also ich werde wahrscheinlich dann nachher so langsam sein, dass ich überhaupt mich nicht mehr bewegen kann. So wie jetzt beispielsweise. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Das ist toll. Ja, also da müssen wir mal gucken. Ich lasse mir etwas einfallen und schalte euch dann gleich wieder hinzu.